Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Don't Starve früh am Morgen. Also zumindest ist es bei mir früh am Morgen. Weshalb sich auch meine Stimme ein wenig anders anhören wird. Wo da ich mir da sicher bin. Und ne, mein Headset habe ich jetzt auch gewechselt, because ist kaputt gegangen und so. Meine Schwester hatte nämlich vorgestern Geburtstag und da haben sich ein paar hässliche Kinder draufgesetzt. Aber ja, da machst du halt nichts. Und wir sind wieder, ne, kurz vorm Verhungern sind wir nicht. Also, das ist gut. Immerhin etwas. Ein wenig mehr Feuer. So, weiter geht's. Letztes Mal waren wir stehen geblieben, als diese komischen Wildschweine uns angegriffen haben. Und hier mein geiles Schloss kaputt gemacht haben. Oder es versucht haben, sagen wir es so. Und da ging unser kleiner süßer Chester drauf. Doch jetzt ist er wieder weg. In the day. Und was haben wir hier noch drin? Keine Ahnung, nichts, was wir brauchen. Inventar ist noch ein bisschen leer, das passt. Wir gehen mal da lang erforschen. Ist vielleicht nicht so schlecht. Dass wir auch mal ein bisschen was anderes sehen. Und ich habe Angst, dass es bald Winter wird, because of, ne? Hier Varus Camp und so, die sind im Winter da. Boah, ich krieg man auch nicht mehr, das kommt voll an, ey. Hier geht's immer weiter weg und hey, Pigman. What's up, dude? Dude, hier, ich geb you something. Danke. Danke, that you, ne, machst Kaka für mich und so. Das hilft mir sehr bei der Arbeit. Alter, wenn es eine im Real Life sagen würde, wie komisch das dann rüberkommen würde. Das hilft mir sehr bei der Arbeit. Fledermaus? Fledermaus. Ey. Jetzt mal wirklich. Kann ich nicht stehen bleiben? Boah, der möchte einfach nicht stehen bleiben. Scheusal. Ein wenig Holz habe ich noch, das ist soweit so gut. Denn das Holz, das könnte nie stören. Ich muss an meiner Insanity, also an meinem Gehirn, weiterarbeiten. Hoch mit dir. Weiter hoch. Ich möchte, dass du bei 200 gleich bist. Hier sind voll viele Pigments, wieso seid ihr hier? Ihr seid mehr als einer, wie cool ist das denn? Nicht. Nein, Dreier Spinnen, das ist scheiße. Oh nein, das kotzt voll an. Das ist der größte Mist. Hier sieht man sich auf der nicht angreifen. Haut ab. Ich bin gleich aggro. Zack. Woher sie bloß diese Aggressivität geerbt haben. So, die Samen nehmen wir mit, die können wir schön anbauen, hier und da und dies und das. Und dann geht es weiter. Stein. Schnappizacke. Und so. So, Dele. Ach, hier hat jemand Stein fallen lassen. Finde ich auch sehr nett von ihm. Irgendwie noch weiter? Nein, das denke ich nicht. Da gibt es noch eine Info, aber die kennen wir ja schon. Viel mehr weiter wird sie nicht gehen. Außer neue Info oder so. Aber das denke ich dann auch nicht. Like I said it. Nothing more. Nothing else. Wirf einen Lauf, dein Hunger steigt wieder. Wow, wir haben 27. Es ist gar nicht so schlecht. Also man bekommt schon ein Leben dazu. Ein Herz, sagen wir so.
Das Leben hört sich ein bisschen komisch an, erlebe dazu. Was geil wäre, wenn wir. Ja, das mache ich auch gleich. Wenn wir more to eat hätten. Aber richtig viel mehr zu essen. Schau doch einfach mal hier. Auf dem Highway sind wir. Auf dem Highway der unendlichen Möglichkeiten. Und gehen mal weiter. Kumpel, du hast nichts zu essen. Schade. Das finde ich wiederum sehr schade. Wo bin ich gerade? Ach, ich bin hier oben. Da unten gibt es aber was zu essen. Müssen wir mal da runter. Was zu essen? Also wirklich das Problem. Nein, ich möchte nicht rein. Ich würde schon gerne wissen, was die Wurmlöcher bringen, aber ich möchte jetzt noch nicht es erkunden. Noch nicht. Aber wenn ihr das natürlich wisst, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, was ein Wurmloch denn überhaupt bringt. Ob es mich sozusagen portet, also, ne, dass ich dann da bei dem Wurmloch rauskomme, wenn ich in dem anderen einsteige. Denn das weiß ich echt nicht. Hier, essen, essen. Kein Essen da. Essen, essen. Mehr zu essen, mehr zu trinken. Es ist komisch, dass man hier noch keine Trinkensleiste hat. Genauso wenig wie in Minecraft. Ohne Trinken kommt man noch nicht wirklich nicht aus. Das müssten die mal einfügen. Oh mein Gott, nein, lieber nicht. Sonst gibt es noch mehr Chaos und so. Nicht das Licht ausmachen. Ihr seid nicht so böse und macht jetzt das Licht aus, okay? Das wäre sehr, sehr böse. Oh, schaffe ich das jetzt noch in der Zeit nach Hause? Ja. Oh, Karotten, Karotten, Karotten. Viele Karotten sogar. Wow. Karotten, jetzt zum ersten Mal. Nice. Okay, vielen Dank dafür. Immer schön anpflanzen. Weiter pflanzen. Anpflanzen, weiter anpflanzen. Schneller. Wir sind gleich da. Nein, nicht wirklich, aber wir sind gleich da. Wir schaffen das auf jeden Fall. Zusammen sind wir unbesiegbar. Bob, der Meister. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Yo, wir schaffen das. Und jetzt. Nein, ich bin nicht da. Das wird schittig. Solange es geht, noch eine Fackel in der Hand haben. Rein hier, so schnell es geht, rein, 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 rein. Und an. Rot hier. Dich droppen wir wieder. Denn du hast uns gute Arbeit geleistet. Harvest Crop. Wow, eine Karotte. Das war nicht so effektiv. Naja, guck, guck, guck. Und die guck. Dann guckst du mal, wird ein bisschen was für mich, ne? Gucki, die Gucki, die Gucki, die guck. Auf, mach mal, guck. Und die Nacht geht ziemlich schnell hier langsam vorbei. Nicht in Ordnung. Ist nicht weg von meinen Samen. Weg. Ich hätte gerne meinen Crockpot zurück. Was ist das? Ratatouille. Naja, naja. Gibt bestimmt auch Besseres, aber. Gehen wir mal zu meiner geilen Hasenfalle. Und stellen eventuell sogar noch eine her und stellen die hier hin und legen eine Karotte drunter. Wer hätte gedacht, denn Hasen mögen Karotten. Einfach mal hier schön ein bisschen in der Gegend platzieren. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Habe ich schon. Winterometer, Rainometer, Lightning Rod. Protection from Strikes. Protection. Ich glaube, das ne, hilft vor. Oh mein Gott, ein kleines Baby. Hallo. Hallo.
Du siehst so hässlich aus. Darf ich dich schlagen? Nee, lieber nicht, sonst habe ich die alle dann auf meinem Gewissen. Nein, nein, sonst habe ich die alle am Arsch kleben. Nicht angreifen, das ist eine schlechte Idee, Wilson. Hier lang könnten wir noch gehen. Da haben wir noch gar nichts erforscht, wie ich gerade merke. Immer der Nase nach. Weiter geht's hier. Und wieder auf dem Highway der unendlichen Möglichkeiten. Jetzt sind wir Highspeed. Sag mir, dass es hier... Ja, es gibt hier sogar wirklich ein bisschen. Wow, wieso war ich hier nicht? What the heck? Wieso war ich wirklich hier noch nicht? Das ist creepy. Das ist creepy. Ich glaube, ich habe es hier noch gar nicht gesehen, dass hier was war. Denn hier, anstatt dass wir nach da oben gehen, ist hier eine Steininsel, aber okay. Ja, ne, man lernt aus seinen Fehlern. Was soll ich sagen? Schade, ich wollte dich jetzt eigentlich töten, aber okay. Dann halt nicht. Jetzt habe ich schon ganze 32 Leben. Ich brauche nur noch 70. Du bist hungrig, das ist nicht gut. Ich brauche nur noch so 70 Dingsbums, ne? 70 Blumen. Und dann habe ich mein Herz. Also dann habe ich mein Leben wieder aufgefüllt, könnte ich sagen. Wow, eine ziemlich große Stein. Nein. Hast du ein Eiter? Ja. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Aua. Ey, lass mich in Ruhe. Freund der Natur, lass mich in Ruhe. Freund der Natur, lass mich in Ruhe. Guck mal, ich reim doch schon fast. Ich sehe schon wieder diese komischen Schattengestalten, obwohl ich ganz viel Gehirnmasse habe. Das gibt's nicht. Wir haben noch ein wenig Zeit, den Torwart Egg. Wow, hier ist man auch schneller, obwohl es nur so ein, ne? So ein eingetrampelter Trampelweg ist. Eingetrampelter Trampelweg. Auch gut. Hier sieht man schon die Varushäuser. Oh, eine Karotte. Eine Karotte, die kann mir sehr helfen. Oder mal schauen, ob sie mir hilft, sagen wir es so. Wie gehen? Das darf nicht wahr sein. Gold, Gold, Gold. Mehr, mehr Gold. Daraus kann ich dann die geilen Gold-Sachen machen. Es wäre sehr nett. Würdest du mich nicht angreifen? Also bitte greif mich nicht an. Ich so nicht, wie toll ich das Lied komponiert. Puh. Alter, jetzt muss ich rennen, jetzt muss ich rennen. Rennen wirfen. Oh, es ist so schnell. It's getting late, I need to make a fire. Ja. Rennen. Ich muss auf diesen komischen, geilen Highway rennen. Ja, es ist ein bisschen ruhig. Rennen wirfen. Run! Lol, ist hier auch schneller. Nicht euer Ernst. Aber hier. Es kommt nicht her. Ja. Danke, Buffalos. Vielen Dank. Da kann ich sagen, Schwein gehabt. Und Essen gehabt, kann ich auch sagen. Nehmen wir dich mit. Essen dich. Nimm dich mit. Fetten dich. Noch ein Bait hier rein. Und ein Bait hierfür. Also so kann man die Tallbirds abhängen, gut zu wissen. Denn vor sehr langer Zeit ist mal irgendwie 6 Tallbirds oder so hinter mir. Boah, die konnte ich dann leider nicht abhängen und war dann irgendwann tot. Wer hätte es gedacht?
trotzdem mal eins aufstellen. Man weiß nie. Irgendwas zum Brennen. Habe ich wirklich einen Sticks? Ich sehe gerade, ah doch hier. Ich wollte schon sagen, ich habe nichts mehr zu brennen. Tut mir leid. Kann ich euch eigentlich auch als Haustiere dann hier drin halten, sozusagen? Theoretisch ja. Aber das war gerade nur eine Überlegung, denn nein, ich werde es nicht tun. Ein hiervon und ein da. Gucken wir euch mal. Mal schauen, was für Leckereien es uns anbieten wird. Vielleicht etwas Gutes, vielleicht etwas Schlechtes. Ich muss mich noch den Torbett, den könnte ich kochen und essen. Aber das werde ich eher... Meatballs. Wow. Nice. Was soll's, gucken wir dich einfach. Wow, Hunger hast mir viel gebracht. Ja, die Hungerleiste hast du mir halt hochgebracht, ne? Okay, den könnte ich auch ausbrüten lassen und der hätte mir geholfen. Naja, naja, was soll's. Man sieht, man macht Fehler, den hole ich mir dann aber irgendwann nochmal. Ja. Wow, wow, wow. What the heck? Habe ich mich gerade erschrocken. Wow. Holy shit. Alter. Da ist einfach mal so eine Hand rausge... Boah. Creepy. Ich hatte wirklich Schiss. Boah. Nicht cool. Mm-mm. Bushhead ist vielleicht cool. Boah. Das darf doch nicht wahr sein. Hallo, was sollte denn das? Was sollte das? Scheiß, die Bugs ein bisschen. Ist mir egal, aber das war really, really, really beängstigend. Auf jeden Fall. Das möchte ich nicht nochmal haben. Nein, nicht weiter drauf rumhauen. Der Torwart hat noch kein Ei gelegt. Wir werden warten, denn wir haben Zeit und dann holen wir uns das Ei wieder. Komm schon. Hier, Karotten, ja. Hasen. Rein da, rein. Ne, Angel kann ich mir machen, oder? Ne, Angel kann ich mir machen. Dann angeln wir uns mal ein paar leckere Fischis. Das weiß ich noch, das habe ich noch da gelassen. Blub. Angeln wir mal. Was? Nein. Oh, jetzt ist der Fisch abgehauen. Wow. Ey, wir sind Krüppel. Boah, dein Ernst, wieso greifst du mich jetzt einfach so an, grundlos? Ich dachte, du bist nett. Nein, dachte ich nicht, aber ich dachte, ihr greift nicht an, während man fischt. Ich dachte, ihr wärt ein wenig höflicher zu mir. Ihr unhöflichen Frösche. Der Grausamkeit. Noch ein Fische, die Fisch. Der kommt wieder in meine Richtung gehoppelt, dieser Drecksfrosch. Nenne ich ihn jetzt mal. Er sieht echt hässlich aus und hat keine Augen. Pupillen zumindest. Augen hat er, aber keine Pupillen. Pupillenloses Ding da. Boah, die Hand war echt creepy. Ne? Vor allem diese Kindermusik. Diese. Wie heißt diese Musik halt, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und raus. Noch einer. Komm, wir fischen jetzt einfach den ganzen Tag lang. Komm nicht in meine Richtung oder du bist tot. Diesmal meine ich das sogar ernst. Tot, ernst.
Boah, die hoppeln schon wieder in meine Richtung. Aber ich habe trotzdem meinen Fisch. Ich ändere einfach mal kurz meine Posizione della Grande. Keine Ahnung, was ich gerade rede. Auf jeden Fall, ich ändere kurz meine Position, damit ich, ne, vielleicht hier noch ein paar Fische hinfangen kann. Und die Hälfte des Tages ist gleich um. Komm schon, noch ein Fisch. Ein Fisch, noch ein Fisch. Vielen Dank für diesen Fisch. Ein Fisch, noch ein Fisch. Vielen Dank für diesen Fisch. Euch könnte ich jetzt natürlich. Au. Holy shit. Das habe ich jetzt wirklich nicht gedacht, dass ich von zwei Dingen auf einmal getroffen werde. Von zwei Zungen. Wow. Die Monster sind echt ziemlich stark. Oh mein Gott. Komm, schon irgend. Gut. Immerhin etwas. Boah. Das darf nicht wahr sein, ey. Das darf nicht wahr sein. Schon wieder? Nice. Also jetzt hört ihr mal auf. Hier schon drei Hasen, mehr möchte ich im Moment eigentlich nicht haben. Und ich hoffe, diese Hand kommt nie wieder. Ich brauche auf jeden Fall gerade Leben. Und zwar ziemlich viel Leben. Also dann, du bist fertig. Ah genau, man erkennt auch an den Büschen daran, wie viele Beeren drauf sind, wann man sie wieder düngern muss. Ziemlich cool. Stirb. Stirb. Und eigentlich wollte ich jetzt, dass du stirbst. Stirb. Dann Cookie die. Two von euch. Two von euch. Machen wir mal Cookie die Cook. Vielleicht heißt du mir jetzt ein bisschen mehr Leben, denn das hoffe ich wirklich. Mit so viel Leben habe ich Angst, auf die Straße zu gehen. Also eigentlich allgemein Angst rauszugehen. Und die Angst möchte ich überwältigen. Okay. Wow, jetzt habe ich schon ganze 10. Also nochmal. Was passiert, wenn man alles voll mit dem und so macht? Gib mir doch, ich muss mir mal die Rezepte wirklich mal angucken. Die Recipes, wie man, ne, Zeug noch. Was hammer ekliges. Immerhin hat es ein wenig geschmeckt. Hoffe ich doch, Wilson. Ich finde es doof, dass sie das Leben einfach nicht regeneriert, sondern immer so bleibt, wie es ist. Das hätte man echt machen können. Guck, guck, oh, guck, die guck. Eins bringen wir hier rein. Die anderen zwei lassen wir noch da. Für den Fall der Fälle. Auf jeden Fall, wir brauchen weiteres zu essen. Aber das, ob wir dann weiterhin Essen finden, sehen wir dann in der nächsten Folge. Adieu!